Haben wir noch was für die Aftershow? I don't want to show you my after. Ich weiß doch, wie das runzlige Ding aussieht. Die Rosine unter den Arschlöchern. Wenn ich nur wüsste, was mit den beiden nicht stimmt. Ja. Eieiei. Alles gut, also nicht gut, aber ach, was soll's. Wir will schon ewig leben. Na. Sonst so. Ach. Schon wieder so lange her, dass wir das letzte Mal geredet haben. Tja. Das ist wahr. 2 Wochen? 2 Wochen. 2 Wochen. Ja. Wir haben ja nie gesagt, dass wir wöchentlich machen oder so. Das ist auch gut so. Ja, das ist wahr. Was hast du denn so in dieser Zeit alles erlebt? Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Es war immer irgendwas los. Ja, aber nichts Sinnvolles, oder? Nein. Also wie wahrscheinlich immer. Wahrscheinlich nicht. Und bei dir? Nichts Sinnvolles. Also so wie immer. Also so wie immer. Ich habe heute übrigens von einem potenziellen Hörer erfahren, dass er glaubt, dass wir nicht nebeneinander sitzen bei der Aufnahme. Oh. Wegen der Verzögerung zwischen unseren Antworten. Nein, wir sind einfach nur langsam. Das habe ich ihm auch probiert zu erklären. Und wenn wir nicht nebeneinander sitzen würden, könnte ich jetzt nicht das hier machen. Hui. Na? Ja, wir haben uns dann einfach darauf geeinigt, dass das hier rundenbasierende Spontanität ist. Ja. So könnte man es ausdrücken. Ich finde, das kommt dem Ganzen schon relativ nahe. Und wir sind ja sehr spontan. Und sehr rund. Oh ja. Irgendwie stopfe ich in letzter Zeit wieder sehr viel Schokolade und Chips und Kram in mich rein. Verstehe. Ja. Also nicht, weil ich Lust drauf hätte, sondern einfach nur, weil es da ist. Aha. Ja. Ich habe zum Beispiel, was ich natürlich nicht während der Sendung essen werde, ich habe es auch schon fast alle gegessen, Pretzel Pieces. Also so diese knusprigen Brezelstückchen Jalapeno gewürzt. Oh, sehr lecker. Sehr scharf. Aber so gehört sich das ja auch. Eben. Ich glaube, dann müsste ich aber noch mehr husten, deswegen lasse ich das jetzt mal. Ah, ich habe mein großes Rauchgerät eingemottet und gegen ein kleines Rauchgerät ersetzt. Du hast eine neue Frau? Nicht so laut, die alte ist noch da. Oh. Dann nehme ich meine Hand doch auch wieder weg. Ich habe übrigens auch von einer Hörerin Post bekommen. Oh. Von derselben, von der du auch schon mal Post bekommen hast. Ich habe okay. Das dicke Schmidt-Buch bekommen.
Weil ich ja Comicstrips so mag, da werden wir auch mal ausführlich drüber reden müssen. Ich habe schon gesagt, da wird sie wieder als Gast dabei sein müssen. Hi, Dela. Nein, das ist sind DDR-Cartoons. Okay. Witzig. Und das ist ein echt fettes Buch mit gut über 500 Seiten. Und auf jeder Seite sind so, ja, mindestens 4 Stück. Also, ich habe noch ein bisschen was zu lesen. Ja, cool. Ja. Das ist doch was. Dings. Gewissensfrage. Ja. Kann ich einschlafen oder soll ich wach bleiben? Jetzt während der Aufnahme? Ja. Ja. Gut, dann mische ich einfach Mate und Bier. Warte. Nom, nom, nom. Ich habe Wasser. Ja, das habe ich zur Sicherheit auch da. Man weiß ja nie, ob man anfängt zu brennen. Ich hatte gerade keine Zeit mehr, mir einen Tee aufzusetzen. Also hast du gerade live am Mikrofon deine Blase entleert? Ja. Was war das für ein Geräusch? Das war eine Flasche. Das gibt's hier noch nicht. Wir haben nur Blasen. Nein, ich kann das ja vor dem Mikrofon nicht machen. Hier ist die Luftfeuchtigkeit so trocken. Also ich pinkel jetzt immer auf den Teppich, damit das ein bisschen besser wird. Ist auch besser für den Hals. Ja. Was ist denn, der Hals liegt auf dem Teppich? Ja, aber wenn dein Hals auf dem Teppich liegt, hast du ganz andere Probleme. Naja, ich fall öfter mal um, das passiert. Ach so, der ist noch am Rest des Körpers dran. Meistens. Nicht immer, meistens. Apropos am Rest des Körpers dran. Ja. Wolltest du schon immer mal wissen, wie Batmans Penis aussieht? Ich bin mir nicht sicher. Ich sag mal ja. Gut, denn dann könntest du das jetzt rausfinden. Also, wenn du die Erstauflage von Batman Damned Nummer 1 noch kriegst. Denn die Zweitauflage, wenn es überhaupt jetzt kommt, wird ein wenig zensiert sein. In der Erstauflage sieht man Full Frontal Nudity. Ja, ja. Der Batman. Jetzt interessiert mich eigentlich mal, wie sehen denn die Geschlechtsteile von Fledermäusen aus? Gute Frage. Klein, vermute ich. Damit die beim Fliegen nicht stören. So. Schwanz. Ach nein, das ist der Schwanz. Na dann. Fledermauschen. Die Brustdrüsen weiblicher Fledermäuse liegen mehr seitlich im Bereich der Achselhöhlen. Okay. Bei den Männchen ist der Penis stets gut sichtbar, da er nicht in den Körper zurückgezogen wird. Ja. Huh. Das, oh ja. Wenn du für den Fledermauspenis googelst, findest du da beeindruckende Bilder. Aha, aha. Okay. Das sind ganz schön dicke Dinger für so einen kleinen Kerl. Ja. Tja, wieder was gelernt. Soll doch einer sagen, wir hätten keinen
Bildungsdings. Penis. Penisbildungsauftrag. Alt und verbittert, die akustische Penispumpe. Weil ich glaube, wer uns zuhört, da zieht sich alles in den Körper zurück. Und schon haben wir einen Kundenfall. Ja. Hallo. Hast du denn Themen mitgebracht, bevor wir einschlafen? Nein. Ich habe gar nichts mitgebracht. Ich bin ja froh, dass ich hier bin. Ich bin auch froh, dass du hier bist. Sonst müsste ich allein ins Mikro schweigen. Ich meine, ich habe natürlich was noch rausgesucht, nachdem wir entschieden haben, heute zu reden. Ich habe letzte Woche hier so Tele5-Filmplatz-mäßig den entsprechenden Film Nackte Frauen eingesperrt im Weltraum irgendwas mir zur Hälfte angetan. Und wie war er? Furchtbar schlecht. Ach, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Also es ist wirklich faszinierend, wie wenig man aus der Thematik nackte Frauen eingesperrt im Weltraum machen kann. Ja, eigentlich klingt das doch so schon nach einem guten Film, oder? Ja, eigentlich schon. Ich hatte ja im Nachgang unserer letzten Sendung, bin ich auch auf einen Film gestoßen. Und als ich mich damit weiter beschäftigt habe, bin ich auf Morde und politische Verschwörungen gestoßen, die mit diesem Film in Verbindung stehen, so grob. Es ist echt bizarr, wenn du so ein paar Querverweisen nachgehst, wo du drauf stößt. Der Film ist von 1966 und heißt Inkubus. Ein Inkubus ist ein Dämon, der Albträume verursacht und der sich auch nachts mit schlafenden Frauen paart, ohne dass die was von merken. Das weibliche Gegenstück ist ein Succubus. Die macht dasselbe halt mit Männern. Ach so, ich dachte, die saugt. Ja, die stiehlt unbemerkt den Samen des schlafenden Mannes. So steht's in der Wikipedia. Ja. Stammt auch aus verschiedenen Mythen. Der christlichen Mythologie ist das der Lilith-Mythos und so weiter. Also die erste Frau Adams im Paradies. Von der du wahrscheinlich auch noch nie gehört hast. Natürlich, das ist die einzige Frau Adams, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Auf jeden Fall geht es in diesem Film, der von Leslie Stevens ist, also der hat Regie geführt. Leslie Stevens ist der Erfinder von The Outer Limits. Das war eine Serie, oder? Das war eine Serie, also die gab es in den 90ern nochmal, da gab es dann auch nackte Frauen im Weltraum. Die gab es aber auch schon mal in den 60ern, so ungefähr wie die Twilight Zone. Und ja, eigentlich auch gar nicht übel. Okay. So ein bisschen abgedreht, Science Fiction und so. Halt jede Folge komplett neues Setting. Der hat also Regie geführt und Hauptdarsteller war William Shatner. Mhm. Kurz bevor er die Arbeit bei Star Trek begonnen hat. Kameramann war Conrad Hall, der 3 Oscars gewonnen hat später. Für Butch Cassidy und Sundance Kid zum Beispiel, American Beauty und Road to Perdition. Das Besondere an dem Film ist, er wurde gedreht auf Esperanto. Ah. Ja. Der Film galt lange Zeit als verschollen
Weil das Original irgendwann bei einem Brand zerstört wurde und es, man wusste nicht, ob es noch Kopien gibt. Aber 1996 sind Kopien in Paris aufgetaucht mit französischen Untertiteln. Und seitdem ist der Film wieder zugänglich. Es war der zweite Film, der in Esperanto gedreht wurde. Und bis zum Jahr 2006 auch der letzte. Ja. Wen es interessiert, man kann ihn komplett auf YouTube gucken, mit englischen Untertiteln. Man kann auch den Ton einfach auslassen. Das ist einfach, naja. Ja. Ich habe gelesen, der Film wurde auf Englisch geschrieben, also das Drehbuch, und wurde dann übersetzt. Und das scheinbar nicht so besonders gut. Und vor allem haben sich die Leute, die Esperanto gesprochen haben damals, das war da so bei der Premiere, waren so 100 Leute, 150 eingeladen, die haben sich kaputt gelacht über die falsche Aussprache der Hauptdarsteller. Okay. Und wie sich das schon so anhört, der Film war jetzt nicht so unbedingt ein großer Erfolg. Es ist ein Horrorfilm, der im Städtchen Nomen Tuum spielt. Das ist lateinisch für dein Name. Und da gibt es eine Quelle, die Leute gesund macht oder auch optisch verjüngt. Deswegen kommen da auch immer wieder komische Leute hin. Und das sind zwei Succubi, also zwei weibliche Dämonen, die sich da immer ihre Opfer abgreifen. Und die eine stößt dann auf ein neues Opfer, einen jungen Soldaten, der dorthin kommt, um seine Kriegswunden zu heilen. Das ist dann gespielt von William Shatner. Ja. Ich weiß immer, dass der auch mal jung war. Ja. Ja, der junge Shatner ist immer so Captain Kirk und der alte ist Danny Crane, oder? Ja. Zwischendurch TJ Hooker zählt nicht. Den gab es auch zwischendurch nochmal? Ja, TJ Hooker, das war tatsächlich gar nicht so unerfolgreiche Polizeiserie. Echt jetzt? In den 80ern, glaube ich, war das. Ja. Naja, auf jeden Fall beginnt dieser Soldat mit dieser einen Succubus eine Beziehung. Er will aber dem Ganzen nicht nachgeben, bis sie verheiratet sind. Das ist so ein, ja, so einer ist das. Und als sie schläft, schleppt er sie in eine Kathedrale. Was für einen Dämon natürlich jetzt nicht so toll ist. Naja. Auf jeden Fall ist ihre Schwester dann auch ziemlich sauer. Mhm. Und sie rufen dann einen Succubus, Quatsch, einen Inkubus, also einen männlichen, der diesen Soldaten töten soll. Dieser Inkubus wird gespielt von Miloš Miloš. Auf den komme ich gleich noch. Ja. Und ja, es geht dann natürlich gut aus und so weiter. Also ja, ist okay. Der Film wurde innerhalb von 18 Tagen gedreht in Big Sur in Kalifornien. Und das war ja immer schon so ein Ort, wo die Gegenbewegung, sag ich jetzt mal, die Hippies und so waren. Und William Shatner erzählt, also es gibt ein DVD mit einem Kommentar von Shatner auch, dass er sich erinnert, dass ein Hippie aufs Set kam und hat seine Hilfe angeboten und die Leute haben abgelehnt und scheinbar auch ein bisschen grob. Und der hat sich dann sehr geärgert und hat die ganze Produktion verflucht. Mittlerweile glauben einige, er könnte recht gehabt haben damit. Das könnte geklappt haben. Denn dieser Miloš Miloš ist eine sehr interessante Figur. Es ist ein Serbe, geboren als Miloš Milošević. Der und ein Freund von ihm, Stefan Marković, die haben Straßenkämpfe in Belgrad veranstaltet. Irgendwann in den 50ern haben sie dann Alain Delon kennengelernt, den französischen Schauspieler. Also, du kennst bestimmt ein paar Sachen, die er gemacht hat. Der Name sagt mir. Ja, der Clan, der sitzt, also alte Filme, der lebt immer noch.
Ja, klar, der Sizilianer, Swimmingpool, vier im roten Kreis und auch ein Haufen Zeug. Aha, aha. Also haben sich mit dem angefreundet. Der hat gerade einen Film in Belgrad gedreht und hat die beiden dann als Bodyguards engagiert. Und dieser Milos ist dann später nach Hollywood gegangen. Er hat sich da auch mit einem Gangster namens Nikola Milonokovic eingelassen und hat wieder in Straßenkämpfen gekämpft. Er hat aber auch zwei Filme gedreht. Das eine war eben Incubus 1966 und im Jahr vorher hat er einen Navy-Offizier gespielt in dem Film The Russians Are Coming, The Russians Are Coming. er war verheiratet bis 1966, aber er hatte eine Affäre und zwar mit der damaligen Frau von Mickey Rooney. Kennst du Mickey Rooney? Name sagt mir was, ja. Gut, ich erzähle die Geschichte erst weiter, auf Mickey Rooney kommen wir gleich noch. die hieß Carolyn Mitchell, also das war der Bühnenname. In Wirklichkeit hieß sie Barbara Ann Thomason. Und die beiden wurden 1966 dann irgendwann tot in Rooneys Haus in Los Angeles aufgefunden. Sie wurden mit einer Waffe von Rooney erschossen. Oder besser vermutet wird, dass Milos Carolyn Mitchell erschossen hat und danach sich selbst. Es gibt aber auch die Gerüchte, dass wegen der Affäre, dass das ein Rachemord war. Komme ich gleich zurück, jetzt schwenken wir zu Mickey Rooney. Der Mann hat über 300 Filme gedreht, der war schon als Kinderstar. 1926 hat er angefangen mit dem Alter von 6 Jahren und bis 2014, bis zu seinem Tod. Und gilt als einer der am längsten aktiven Schauspieler überhaupt. Der Mann war 9-mal verheiratet. Quatsch, nein, ich lüge, 8-mal war er nur verheiratet. Hat 9 Kinder, so rum war es. Die erste Ehefrau war Ava Gardner, die kennt man ja auch. Und, oh ja. Hier steht, gibt dann auch wieder, dass seine, wie vielte Frau war diese? Ah, die 5. Frau war diese Barbara Ann Thomason. Und Rooney hat irgendwann mal zu seinen vielen Ehen gesagt, heirate immer früh morgens, wenn es nicht funktioniert, hat man wenigstens nicht den ganzen Tag versaut. Er hat übrigens 4 Sterne auf dem Walk of Fame. Aha. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber okay. Aber was für eine schöne Überleitung, weil ich gerade gelesen habe, dass dieser Herr Rooney auch bei einem Muppets-Film mitgespielt hat. Stimmt, ja. Er hat in allem mitgemacht. Ich sehe es gerade. Zu den Muppets kommen wir gleich. Denn unsere komischen Krimi-Geschichte ist noch nicht vorbei. Okay. Denn es gibt ja noch den Stefan Markovic, ja. Den anderen Bodyguard von Alain Delon. Ja. Genau. Der ist nämlich mit dem Schauspieler nach Paris gezogen. Hat dort auch als Bodyguard für ihn gearbeitet. Und hatte auch, ja, auch hier Affären, bla bla bla. Das Übliche halt. Er ist illegal nach Paris gekommen, war auch schon mehrfach vorbestraft und hat da auch Kontakte zur Unterwelt gesucht. Hat aber trotzdem im Haus von Alain Delon gewohnt und hat auch als Chauffeur, Leibwächter und gearbeitet und hat Partys veranstaltet. Und als Delon und seine Ehefrau sich so langsam auseinandergelebt haben, sollte er sie im Auftrag des Schauspielers überwachen. Am 22. September 68 sollte er sich mit einem Freund von Delon treffen, der auch vorbestraft war. Er hat also die Wohnung verlassen und am 1. Oktober hat man dann seine Leiche gefunden. Scheinbar zusammengeschlagen und mit einem Kopfschuss hingerichtet.
Das Ganze hat dann natürlich Untersuchungen nach sich gezogen. Der Schauspieler selbst kam in die Bredouille, aber es hat ihm eigentlich nichts geschadet. Sogar im Gegenteil, die Filme, die er gerade gedreht hat, sie waren auch Gangsterfilme und die sind so richtig durch die Decke gegangen dadurch. Aber das Ganze hatte noch eine politische Dimension. Denn der ehemalige Premierminister von Frankreich, wie haben wir den ausgesprochen? Georges Pompidou. Mhm. Und seine Frau. Gegen die wurde ermittelt und es gab im Zusammenhang mit dem Mord eine Rufmordkampagne gegen die beiden, weil sie da auch irgendwie mit verbunden waren. Also das Ganze zieht immer mehr Kreise. Ja. Und die waren auch befreundet mit Alain Delon. Im Laufe dieser Ermittlungen gab es Fotos von Gruppensexpartys. Was man halt so macht. Es kam raus, dass der französische Geheimdienst Fahrzeugdiebstähle arrangiert hat und diese Fotos dann zur Hilfenahme von Prostituierten gefälscht hat und eine Riesenverschwörung. Das Ganze hat Frankreich, das weiß man heute alles nicht mehr, hat Frankreich echt erschüttert damals. Und es erschien 1986 erschien dann in Jugoslawien ein Roman mit dem Titel Gorilla von Dusan Zaković. Mhm. Darin wird die Geschichte von Stefan Ratarak oder wie auch immer erzählt, der einen französischen Schauspieler Alain Dupri trifft und für den Leute zusammenschlägt. Also es ist sehr nah an diese Geschichte angelegt. Okay. Und dieser Roman gilt auch heute noch als Pflichtlektüre für viele serbische Kriminelle, weil er schön beschreibt, wie so diese südosteuropäischen Kleinkriminellen in der Upper Class arbeiten, aber trotzdem nicht dazugehören. Worauf man so stößt, wenn man einen komischen Film findet. Das ist echt. Aber zurück zu den Muppets. Okay. Wusstest du, dass Kermit der einzige Amphibien-Amerikaner war, der jemals vor dem US-Kongress ausgesagt hat? Gegen wen? Nein, nicht gegen wen, sondern für was? Okay. Für die Vereinigung der Zoos und Aquarien und hat sich für die Gehirn übersetzt das mal. Halt für gefährdete Amphibien, dass das also ein bisschen in die Öffentlichkeit rückt. Ja. Okay. Mhm. Ach, ja. Miss Piggy war übrigens auf dem Cover von 6 Zeitschriften. Also nicht 6 Zeitschriften. Ich wollte gerade nachfragen. Ja. People, Saturday Evening Post, TV Guide und die Zeitschrift Life hat 1980 auf dem Titel gehabt Miss Piggy for President. Naja, viel schlimmer kann es ja auch nicht. Nee, wir haben ja einen Muppet da sitzen. Nur keinen guten. Ja, ich wollte gerade sagen, aber einen von den nicht so guten. Was schätzt du denn, wie viele Stunts Gonzo im Laufe der Muppet Show gemacht hat? Oh Gott. Es gibt Fernsehserie und Filme? Nur Fernsehserie, also 120 Episoden. 110. Es waren nur 20. Was? Ja, man hat das so im Kopf, dass der immer Stunts gemacht hat, aber es waren tatsächlich nur 20. Ich war auch geschockt, als ich das gelesen habe. Ja.
Dann sieh an. Ich habe noch einen Fakt entdeckt. Zu meiner Lieblingsband. Dr. T von der Electric Mayhem. Aha, beste Band ever. Ja. Die haben Lieder veröffentlicht auf 8 Film-Soundtracks, 2 Weihnachtsalben und so eine Handvoll TV-Specials, aber hatten niemals ein Solo-Album. Ist das nicht schockierend? Echt nicht? Ja. Das ist irgendwie schade. Finde ich auch. Es gibt doch eine Handvoll Lieder, die einfach besser sind als das Original, wenn sie von Dr. T bzw. seiner Band performt werden. Natürlich. Ich meine, allein diese Muppets-Version von Bohemian Rhapsody ist doch geil, oder? Die ist geil. Ich zum Beispiel bin ja jemand, der Beatles überhaupt nicht mag. aber die Version von Blackbird von Floyd Pepper ist einfach toll. Die Muppets sind schon toll. Ja. Mit Rolf am Klavier. Der war ja schon vor der Muppet Show ein Star. Der hat ja schon in den 60er Jahren seine Fernsehkarriere begonnen. Den hast du schon gut gefunden, als er noch in kleinen Clubs gespielt hat? Nein, ich habe damals noch nicht in kleinen Clubs. Aber ich habe es gut gefunden, als ich das erfahren habe. Kennst du den Muppet Irving Bizarre? Nein, noch nicht. Der ist so klein, dass das größte Teil seines Körpers von einem Hut bedeckt ist und der ist der Agent von Fozzie Bear. Ja, Moment. Du kennst doch Fozzie Bear. Nee, das ist das Problem, war eher, ich habe nach Irving Bizarre gegoogelt und Google machte da draus den Irving Bazaar, was scheinbar ein Einkaufsladen-Ding hier ist und da kam ich zu sagen. Also wenn du richtig nach Irving Bizarre guckst, siehst du da ein Foto von ihm und Kermit und er ist wirklich ein paar Schuhe mit Hut. Ja. Aber Fossi hat ja auch seine Witze nicht selbst geschrieben. Was? Ja, er hat einen Gagwriter namens Gags Beasley und Fossi bezahlt ihn per Lacher. Hier steht dabei, der gute Gags hat seit Jahren keine richtige Mahlzeit mehr gehabt. Ach, ach. Ach, Dings, müde. Mhm. Ich habe vor ein paar Nächten geträumt, ich wäre Sänger in einer Zeichentrickband. Und wir standen mit einer großen, bekannten Band auf der Bühne. Und der Drummer hat mich so sehr geärgert, dass wir uns irgendwann während des Konzerts geprügelt haben. Das sind die besten Auftritte. Ach ja. Ich mag solche Träume. Wir haben uns das ja nie getraut mit unserer Band, weil unser Drummer so alt war, dass wir Angst hatten, dass er endgültig kaputt geht. Ach, Drummer kann man immer ersetzen. Aber find mal einen, der so schlecht spielt. Das war super. Der hat genau zu uns gepasst. Ich weiß nicht, ob mein Patenkind noch spielt, aber der konnte das. Den will ich euch ausleihen. Der Ralf hat gepupst. Oh, ich sehe es auch. Ich riech's auch. Ach, ja.
Und sonst so? Es lag heute Morgen ein klein bisschen Schnee. Matsch, gefroren. Nee. Ich mag Schnee. Ich mag Schnee auch. Der ist so weiß. Ja. Wenn ihr Zuhörerinnen euch wundert, warum wir ständig am Gähnen sind, wir nehmen diesen Podcast hier sehr spät auf. Es ist schon kurz nach 18 Uhr. Ich habe übrigens für den Podcast die Tage ein Kompliment bekommen. Wir wären sehr langweilig. Ja, vor allem die letzten zwei Wochen haben wir nicht so viel. Also das war schon ein bisschen... Das war Fanservice, das wir nicht gesendet haben. Ah, konnten sich die armen Menschen endlich erholen. Wieder Energie sammeln. Wenn sie jetzt in ihren Podcatcher gucken, oh nein. Und das vor Weihnachten. Oh ja. Hatten wir nicht eigentlich vor Weihnachten irgendwas zu machen? Ja, hatten wir, aber... Ach, das Leben ist dazwischen gekommen. Vielleicht in der nächsten Episode. Wir verraten noch nicht was, weil wir es nicht mehr wissen, aber irgendwo steht's geschrieben. Ach ja. Sorry, ich habe den Faden verloren. Wo waren wir schon? Ich glaube, wir hatten nichts mehr. Hatten wir nicht vor für diese Adventsfolgen irgendwas zu machen? Das habe ich gerade eben gefragt. Ja. Wir sind so vergesslich wie damals, als... Wir sind so vergesslich. Das ist wahr. Wie damals. Wie damals. Als wir vergessen haben. Habe ich vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Unter Umständen? Ja. Umständen. Ich habe dir noch einen Comicstrip mitgebracht. Aber ich habe nicht viel drüber zu erzählen, weil der ist tatsächlich noch sehr neu. Okay. Den gibt es erst seit einigen Wochen. Er hat so von der vom Stil her des Zeichners ist das so richtig, wie so Kinderbuchillustration, also sehr niedlich. Mhm. Ist auch kein so klassischer Gagstrip. Ist lustig, aber mehr so nachdenklich lustig. Okay. Aber ich mag ihn sehr. Er heißt Makanudo, was ich mir nicht merken kann. Aha. Und er hat auch keine so wirkliche Hauptfigur. Es gibt immer Figuren, die so immer mal wieder auftauchen. Zum Beispiel Aber es kommt Nud drin vor. Nudo. Das ist ja bestimmt Spanisch für... Keine Ahnung. Lucky. Ja. Es kommt immer wieder ein Mädchen drin vor, das viel liest. Mhm. Oder ich habe hier zum Beispiel mal einen Strip vom 1. Dezember. Da überfällt jemand mit vorgehaltener Waffe eine Frau und sagt, give me your wallet. Und da kommt ein Superheld angeflogen und sagt, she will not. Und die Frau sagt, Captain Déjà-vu. Und der Superheld sagt, she will not. Und die Frau sagt, Captain Déjà-vu. Und der Dieb sagt, what the? Und er sagt, she will not. Und sie sagt, Captain Déjà-vu. Ja. Genau mein Humor. Genau das. Deswegen, und dann irgendwie wirklich niedliche Zeichnung. Es hat mir doch gefallen, was da passiert.
In dem heutigen Strip geht zum Beispiel ein Junge durch den Wald, ihm folgt ein blaues Monster, also wird nicht verfolgt, es geht halt mit ihm da mit so ganz riesigen Zähnen, großen Augen, und es trägt einen kleinen, spitzen, rot-weißen Hut. Und der Junge sagt, this was a good day. Some scratches, a scrapped knee, a couple of bruises. You know, it's a day well spent when you need a few Band-Aids. Und das Monster sagt, Olga. Ich sehe schon, wir haben ähnlichen Sinn für Humor. Ja. Manchmal, ja. Ach ja. Ach ja. Advent, Advent, mein Bier ist leer. Was brennt? Noch nichts. Ich dachte, es brennt wieder beim Wasserlassen. Nee, ich habe ja kein Wasser, ich habe nur Mate. Ach, das mit Mate solltest du lassen. Nur Wasser. Wasser brauchst du, wenn es beim Pinkeln brennt oder so ähnlich. Ich dachte, da brauche ich Pulver. Es kommt drauf an, was du vorher getrunken hast. Mate. Dann brauchst du, glaube ich, kein Pulver. Sondern Schaum? Wenn du schüttelst, kommt dann Schaum oder Pulver raus? Warte. Ich könnte es ja auch machen, aber deine Frau guckt so böse. Hier ist ein Comic vom 2. November. Diese kleine so Flocken. Da kommen nur Flocken. Oh. Wie im Harz. My Harz will go on. Da gehen zwei so kleine Zwerge, einer in Gelb und einer in Lila, mit so ganz, ganz, ganz langen gestreiften Hüten mit Bommeln obendrauf, gehen auf eine Klippe zu. Und der eine fragt, where are we going? Der andere sagt, to the future. Dann stehen sie an der Klippe. Und da fragt der eine, this is it? Und der andere sagt, we are at a future. Let's find another one. Was machen wir denn in der Zukunft? Pizza wahrscheinlich. Ich habe zwar vorhin Vergangenheits-Sushi gehabt, aber das war nicht so zukunftsweisend. Ich hatte ein Steak. Ein schönes, leckeres, saftiges Steak. Von welchem Tier? Rind. Ganz klassisch. Schön angebraten mit etwas Zwiebel, Knoblauch, Chili, Rosmarin, Thymian. Das klingt lecker. Das war ein richtig gutes Stück Fleisch, muss ich sagen. Es war jetzt nicht allzu groß, aber dafür schön dick. Ja. Ja. Ich hätte es gerne mehr Steak. Ja. Nachvollziehbar. Hier am 25. Oktober sitzen dieser Junge und sein blaues Monster am Küchentisch. Der Junge fragt, do you think anyone can be a monster? Das Monster sagt, Olga. Der Junge fragt, is it fun being one? Und auf dem letzten Bild laufen die beiden durch den Wald mit hochgereckten Armen und freuen sich. Der Junge sagt, wow, das Monster sagt, Olga. Ach. Hm.
Ich habe heute auch einen anderen Comicstrip gesehen. Aha. Da stehen zwei Bleistifte vor einer Klokabine, wo oben auch so ein Bleistiftspitze rausguckt und sie fragen, oh mein Gott, bist du nicht bald fertig? Und drunter steht Number Two Pencil. Der dauert ein bisschen. Ja, das stimmt. Oh Gott. Ja. So, Flo. Haben wir die Zeit rumgekriegt? Nee. Oh, fuck. Sind wir jetzt noch Weihnachtslieder? Nur wenn du welche ohne GEMA findest. Nö. Gut. Dann denken wir an Weihnachten. Okay. In welcher Tonart? Pupsmoll. Ja. Oder Arschdur, das kannst du dir aussuchen. Mit Stückchen. Wahrscheinlich beschweren sich. Okay, das ist gerade ein bisschen spooky. Okay, war ich das? Ich bin fest der Meinung, dass meine Frau nicht da ist, aber irgendjemand spielt hier Blockflöte. Ach so, das ist der Geist. Ach Gott sei Dank. Wenn deine Frau nicht da ist, willst du auf meiner Blockflöte spielen? Kommt drauf an. Ist die alt? Ja, hat auch Löcher drin. Dann gebe ich gerne ein Stück zum Besten. Du kennst ja meine Flöte, es darf nicht ein zu langes Stück sein. Das ist kein Problem. Kurz und schnell. So ja, wie so wie immer. Soll ich gucken gehen, wer das Flöte spielt, oder lass ich mich einfach überraschen? Vielleicht ist es auch nur ein Axtmörder. Ach, das wäre schön, dann könnten wir uns zusammentun. Ich google mal nach musikalischer Axtmörder. Fritz Hamann. Yeah. Wieso? Mit dem wollte ich doch eh Hamann schnell im Biss aufmachen. Karl Denkel, Jeffrey Dahmer. Es gibt scheinbar mehr musikalische. Ach nein, doch nicht. Ach. Musikalische Axtmörder. Das Musical. Apropos, wann machen wir uns eine Musical-Folge? Nächstes Jahr. Okay. Wie lange noch? Nächstes Jahr. Ich hätte ja gesagt, wir machen das live auf dem Podstock, aber für da haben wir zum Glück was anderes. Ich habe gehört, dass du das live aus dem Bett. Nein. Wenn wir ein Bett finden, ja. Finde ich gut. Ja. Bett ist immer gut. Ja. Ich hatte ja den Plan, wir könnten einfach die allererste Show machen. So morgens früh, weißt du? Ja, morgens früh um. Oder die allerletzte morgens früh. Ich dachte einfach so früh, dass das Publikum schon wieder einschläft, wenn es uns hört. Hm.
Das müssen wir da mal planen. Wenn man die Shows anmelden kann, werden wir das dann tun. Mein Gott, wir sind heute wieder interessant und enthusiastisch. Ja, als gäbe es keinen Morgen, ne? Ja. Das wäre auch schön. Hier ist ein Comic, wo sich zwei Männchen mit großen Nasen und ohne Arme gegenüberstehen auf der Straße und der eine hat eine Ente auf dem Kopf und fragt, yeah, but is this funny, haha? Ich kenne das Gefühl. Ich auch. Au. Aufpassen, Flo. Mein Kopfhörer hat mir gerade Stromstöße durchs Ohr geschickt. Das finde ich bedenklich. Ach, das macht nichts. Als könnte da irgendwas kaputt gehen drin. Die Tage hatte ich das Gefühl, als würde so mir im Auge irgendwie so, also es war vermutlich die Wimper, aber es hat sich angefühlt, als würde ein kleiner Wurm durch den Tränenkanal nach außen gucken wollen und immer mal winken. Vielleicht bin ich auch einfach nur merkwürdig. Oder vielleicht hast du das absolut pflegeleichteste Haustier, das... Ich glaube, er ist tot, wenn er da war. Aber das macht nichts. Tote Haustiere winken. Bam, 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 bam. Ja. Ach, der Hendrik. La 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 la. Von draußen, vom Aldi, da komme ich her. Stimmt nicht, ich war gestern einkaufen. Ich muss dir sagen, das nervt auch gar sehr. Oh ja. Überall da draußen sind Passanten. Und Menschen. Und Kinder. Und deren Tanten.